Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt wieder bei Tupac VR was zu gewinnen, und zwar ein Wardust Key. Und ja, jeder vergleicht das ja mit Battlefield und das passt auch am ehesten. Also wir haben 32 gegen 32 Leute auf einer großen Karte, wir müssen Flankenpunkte erobern und so weiter. Also Battlefield passt da schon ganz gut. Ich würde die Grafik so zwischen Battlefield 2 und 3 ansiedeln, eher Richtung 2. Aber ist natürlich ganz frühe Alpha. Early Access, da streiten die Geister sich so ein bisschen. Also der Entwickler hat gesagt, es ist jetzt eine Early Access. Natürlich haben die noch verdammt viel zu tun. Ich hoffe auch, dass das Spiel nicht gefallen gelassen wird, dass der Entwickler da weiter Patches raushaut und das Spiel so weit optimiert, wie es nur geht. Weil das kann echt ein richtig gutes VR-Game werden, finde ich auf jeden Fall. Jeder, der Battlefield liebt, wird das Spiel hier in VR auch lieben, wenn es dann mal komplett bugfrei ist natürlich. Aber da muss man den Leuten natürlich auch Zeit geben. Ja. Gehen wir auf jeden Fall mal zum Gewinnspiel oder mal kurz auf die Steam-Seite. Das Spiel kostet momentan, ist noch im Angebot bis zum 26. Oktober, kostet 12,59 Euro. Danach wird es auf 20,99 Euro erhöht. Also ich finde 12,59 Euro schon echt gut, auch wenn es so eine frühe Alpha ist. Early Access, wie auch immer. Spiel macht mehr Spaß. Also ich habe jetzt hab 3 Stunden gezockt. Und mir hat es extrem Spaß gemacht und ich denke, wer Battlefield mag, der wird das hier auch mögen, auch wenn es nicht bugfrei ist. Okay, gehen wir mal direkt zur Gleam.io Seite. Da finden ja die meisten Gewinnspiele statt bei mir. Und zwar startet das heute um 19 Uhr und wird am Sonntag dann zu Ende sein um, ja, sagen wir mal 15 Uhr. Da steht jetzt 2 Uhr 59. Ja, ihr könnt euch wie immer überall anmelden, also bei Gleam.io damit registrieren oder anmelden, sage ich mal. Und müsst dann wie immer ein paar Sachen erfüllen, also meinen Kanal abonnieren ist Pflicht, ohne das könnt ihr nicht mitmachen. Und dann gibt es noch 3 optionale Sachen, das wäre einmal Instagram-Seite besuchen, Facebook-Seite besuchen oder liken kann sein, liken. Und die Twitch-Seite folgen oder der Twitch-Seite folgen. Und ja, dann habt ihr alle 4 Sachen erledigt, wenn ihr das so abarbeitet. Und habt die größte Gewinnchance. Wenn noch irgendwie Fragen sind, einfach unter die Kommentare schreiben. Ich versuche dann alles zu beantworten. Ansonsten könnt ihr auch gerne meine alten Videos oder Verlosungen sehen. Da steht auch eigentlich auch immer alles erklärt. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne unter die Kommentare im Discord oder so weiter, wenn noch Fragen sind. Ich wünsche euch allen viel Glück und ich hoffe natürlich, dass auch wieder viele mitmachen. Letztes Mal waren ja auch echt viele dabei und ich hoffe, das toppen wir jetzt nochmal. Ja, viel Glück und wir sehen uns dann, hoffe ich, am Sonntag. Ich hoffe, dass ich das dann Sonntag noch direkt online setzen kann, die Auslosung. Ich kann es leider nicht live machen, weil ich immer die E-Mail-Adresse und so weiter verdecke. Muss ja nicht jeder von den Gewinnern dann die E-Mail-Adresse haben, das finde ich ein bisschen blöd. Deshalb schwert sich das immer erst in der Aufnahme. Ansonsten würde ich auch gerne live machen, natürlich. Okay, viel Glück allen Leuten und bis dann. Ciao.